Hallo, endlich ist es soweit. Was wird unser Zweitwagen? Ich befinde mich hier auf einer Hinterhofabstellfläche für Fahrzeuge und gleich werden wir sehen, welches Auto wir uns als Zweitwagen gekauft haben. Hallo und herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog, Beratungsseminare und Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Ich schwenk mal ein bisschen rum. Und neben einigen Verbrennern sieht man im Hintergrund schon den e-Smart aus der Generation von 2012 bis 2015. Und genau das ist unser neuer Zweitwagen geworden. Gucken wir uns die mal im Detail an. Das sind Smarts von Car2Go aus Madrid, die hier von Electrify BW in der Nähe von Stuttgart, nee, sogar in Stuttgart angeboten werden. Zu einem sehr guten Preis, wie ich finde. Wenn ihr euch die Autos anschaut, die sind wirklich intensiv gefahren worden, also so zwischen 70.000 und 90.000 Kilometer. Es gibt kein Auto, was unfallfrei ist. Madrid ist nicht für gute Straßen Sitten bekannt, also alle haben ihre Kratzer, Dellen, Klebereste. Vieles davon kann man aber ganz einfach rausmachen, denn das ist hier die Trigion, das ist das Bodypanel, das ist einfach durchgefärbter Kunststoff. Insofern kann man entweder das komplett austauschen. Das Interessante ist, das kostet nur so rund 1000 Euro, die gesamten weißen Flächen hier auszutauschen. Das Silberne ist die Trigion-Zelle hier, die der ganzen Fahrzeugkonstruktion Stabilität gibt. Und dann haben wir hier ein ganz normales Harddach. Im Innenraum ist schwarzes Leder, aber auch alles sehr abgelebt. Aktuell ist auch kein Radio mehr drin. Aber das kann man für 450 Euro nachrüsten. Und das Auto gibt es für 6.545 Euro oder 5.500 netto von Electrify BW. Das ist ja der Verein, der hier die Elektromobilität in Baden-Württemberg voranbringen will. Sind hier einige Sachen gemacht worden. Zum Beispiel sieht man hier, Rückleuchten sind neu. Die Scheibenwischer sind neu, dann ist ein Aktivkohlefilter im Inneren verbaut worden. Vorne ist der Frontträger ausgetauscht worden, der hier hinter dem Bodypanel ist. Allerdings das Bodypanel selber nicht. Und dann sind natürlich auch hier vorne die Scheibenwischer neu gemacht worden, sodass das Auto jetzt hier so ganz gut steht. Batterien sind soweit alle ausgelesen worden, sodass die in Ordnung sein müssten. Garantie gibt es natürlich nicht da drauf. Und die Autos sind ja alle so aus der Serie zwischen 2012 und 2015. Ein sehr interessanter Stadtwagen. Und das Spannende bei diesem Auto ist, der hat den Brusa 2 Lader, mit dem man 22 kW laden kann. Ja, vielleicht denkst du jetzt, nur 22 kW, aber das ist bei einer 17, Knips Kilowattstunden großen Batterie echt eine Schnellladung, denn hier hast du den in 45, 50 Minuten vollgeladen und kannst dann im schlimmsten Fall so deine 80 Kilometer im Winter fahren. Im Sommer kommt man auch durchaus so 120 bis 140 Kilometer weit, je nachdem, wie man natürlich fährt. Also das heißt, das Auto ist hier für die Kurzstrecke. Wir haben bei uns zum Beispiel analysiert, wir fahren 90% aller Kurzstrecken, fahren wir unter 50 Kilometer, dann die letzten 10 so bis 100. Und wir haben bei uns die Möglichkeit, mit dem 22 kW-Lader problemlos innerhalb von 45 Minuten aufzuladen. Das heißt, wenn man zum Beispiel vormittags schon 30, 40 Kilometer gefahren ist, lädt man den kurz auf, dann hat man für nachmittags wieder die 70 bis 120 Kilometer innerhalb von 45 Minuten drin. Also das ist sozusagen für uns ein ACV, ein Always Charging Vehicle, ein Elektroauto, was wir ständig aufladen werden, um immer die maximale Reichweite zur Verfügung zu haben. Ein kleiner Stadtflitzer, mit dem man viele gute Parkplätze finden kann. Und das sage ich aus Erfahrung, denn ich habe einen der ersten Smarts in Berlin gefahren, 1998.
Das Auto ist zwar außen sehr klein, aber innen groß. Das ist ja jetzt hier sogar noch ein bisschen größer als mein damaliges Auto von der ersten Generation. Der war ja nur 2,50 breit, da konnte man auch hochkant in der Parklücke stehen. Das geht jetzt hier mit dem nicht. Aber ansonsten ist erstaunlich viel Platz im Innenraum. Man kann die Beifahrerlehne umklappen. So habe ich dann zum Beispiel 2,5 Meter lange Skier drin transportiert. Hatte hinten die Möglichkeit, die obere Klappe aufzumachen, dann das runterzuklappen. Dadurch kann man sehr gut den Kofferraum beladen. In den Kofferraum selbst passt eine große Reisetasche rein. Also ich habe mit dem Smart damals alles gemacht. Ich war am Nordkap, habe Zelturlaub gemacht, ich bin Skiurlaub gefahren, ich bin nach Portugal gefahren. Also ich habe wirklich alles mit dem Smart gemacht, ihn als vollwertiges Auto genutzt. Damals natürlich ein Verbrenner, aber jetzt mit dem Elektro-Smart kann man viele Dinge natürlich auch machen. Durch die eingeschränkte Reichweite ist das allerdings anders. Wobei der Benziner Smart damals auch auf der Autobahn nur eine Reichweite von so um die 200, 250 Kilometer hatte. Das heißt, als ich noch zwischen Kiel und Berlin gependelt bin, musste ich immer einmal nachtanken, damit ich in Berlin angekommen bin. Ja, und was ist jetzt die Herausforderung, von der ich gesprochen habe? Ja, ganz einfach, die Überführung des Smart ID nach Kiel. Denn eigentlich hatten wir überlegt, den liefern zu lassen, weil, wie gesagt, die Reichweite, insbesondere auf der Autobahn, ja, im Winter so um die 80 Kilometer liegt, wenn man nicht schneller als 95 km/h fährt. Da ja nun nicht jede Ladestation an der Autobahn eine sichere Bank ist, kann man eigentlich, so habe ich mich bei einem Profi für die Langstrecke mit dem Smart ID erkundigt, eher mit so 50 Kilometer rechnen. Das heißt, alle 50 Kilometer muss man laden. Bei 755 Kilometer ist das mehr oder weniger 14, 15 Mal zu laden. Und dementsprechend wollten wir den liefern lassen, aber das dauert ja zu lange und dementsprechend haben wir gesagt, egal, jetzt fahren wir mit dem Model S nach unten und fahren dann sozusagen mit dem Model S als Begleitfahrzeug den Smart auf eigener Achse nach Hause. Darüber werde ich auch ein Video machen, um euch zu zeigen, dass selbst mit so einem Stadtwagen eine Langstrecke möglich ist. Ich hoffe, dass ich das in diesem Video zeigen kann, aber ich gehe fest davon aus, denn wir haben ja den großen Vorteil, dass das Auto einen 22 kW Lader hat und somit quasi nach einer halben Stunde bis dreiviertel Stunde Fahrt die Ladepause so ihre 20 bis 30, 40 Minuten dauern wird, je nachdem, wie leer das Auto gefahren worden ist. Ja, das ist sozusagen die Auflösung zu unserem Zweitwagen. Es ist jetzt doch ganz anders gekommen als gedacht. Ich hatte eher auf einen neuen Wagen spekuliert. Zum Beispiel einen der VW-Drillinge, die ich sehr gut finde. Aber dieses Angebot hier, 6.545 Euro, ein Kurzstreckenfahrzeug, wo es kein Problem ist, wenn man mal irgendwo aneckt oder so, das ist genau das Richtige für uns. Also insofern wisst ihr Bescheid. Ich freue mich über eure Fragen, Anregungen, Kommentare. Packt sie unter dem Video in die Kommentare. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, freue ich mich natürlich darüber, wenn ihr das Video teilt, wenn ihr einen Daumen hoch gebt. Und falls ihr noch nicht meine Abonnenten seid, freue ich mich, wenn ihr das werdet. Das geht ganz einfach. Klickt hier auf das E-Auto und Point of Interest. Wichtig ist, stellt die Benachrichtigung ein. So kriegt ihr nämlich die Info, wenn ein neues Video online ist. Ich freue mich drauf, wenn wir uns in diesem Video wiedersehen. Bis dann, dein Luke Henningsen.